Guten Morgen! Heute wieder mal ein veganes Rezept. Die Grillzeit beginnt und ja, aus Bequemlichkeit kauft man dann halt doch mal die ein oder andere Fleischersatzwurst oder ein veganes Steak. Aber was man da ja wirklich für Geld sinnloserweise ausgibt, ist absolut unglaublich. So ein Ersatzsteak aus Weizeneiweiß kostet gut und gerne mindestens 2-3 Euro beim Vegans. Aber wenn man das selber herstellt, kostet das selber mit denselben Gewürzen gerade mal 25 bis 40 Cent. Die Gewinnspanne, es kommt immer auf die Gewürze darauf an, 25 bis 40 Cent. Aber die Gewinnspanne gerade bei den veganen Produkten, das hat selbst der Vegans-Chef, der also diese Kette gegründet hat, ja auch öffentlich in den Reportagen immer wieder gesagt, diese Gewinnspannen sind enorm. Ne? Und von daher ja, passt auf und macht es lieber selber. Und da jetzt auch die Grillsaison begonnen hat und ich da auch mal nicht rohköstlich mitesse, aber auch nicht einsehe, so viel Geld dafür zu bezahlen, in dem Wissen, dass die Gewinnspanne sehr hoch ist, habe ich in den letzten Tagen etwas rumprobiert und habe eine wirklich richtig geile Hackbratenwurst, wie ich sie mal nennen würde, kreiert, die wirklich selbst meinem Papa, der absolut gar nichts von veganer und pflanzlicher Ernährung hält und schon bevor er sich die Wurst in den Mund geschoben hat, mit dem Wissen, dass es sich um ein veganes Gericht handelt, den Mund zum Ekel verzogen hat, überzeugt. Und er sagte, das schmeckt wie ein echter Hackbraten. Und das wirklich bei einem absoluten Kritiker, der dem, ich sag mal, ich will nicht sagen, wo der Veganismus ihn anwidert, aber er ist auf jeden Fall da sehr, sehr etwas reservierter, was das angeht. Und ja, und selbst er hat gesagt, es schmeckt wie ein Hackbraten. Wenn man es nicht wüsste, dann wäre das ein Klops. Also das Rezept ist wirklich Bombe und vor allem extrem billig. Das Weizenprotein kann man sich ja einerseits beim Vegans als Seitan schweineteuer kaufen oder einfach als Weizeneiweiß zum Backen im 5 Kilo Sack online bestellen. Ich habe euch den Link für das billigste und meiner Meinung nach dadurch ja, auf jeden Fall beste, weil Bio oder nicht Bio, das könnt ihr für euch entscheiden, aber vieles Seitan wird nicht Bio angeboten. Das heißt, hier habt ihr das billigste für Weizeneiweiß, was ihr finden könnt in einem 5 Kilo Sack. Dieser 5 Kilo Sack, ich kann euch kurz mal zeigen. Das sieht dann so aus. Ne? Und hier oben habe ich dann einfach so eine Klammer dran gemacht und ja, und den könnt ihr unten dann sozusagen bestellen und damit könnt ihr halt auch experimentieren und machen. Also es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn, wie billig und wie schnell man die Konsistenz von Fleisch oder gerade jetzt von diesem Hackbraten, aber da kommt noch ein bisschen was dazu, ist gar nicht so einfach, da generieren kann. Also beim Hackbraten ist es einfach, Fleisch ist relativ einfach, sage ich mal. Aber da kommen wir jetzt gleich in dem Video noch dazu. Also ja, diese Hackbratenwurst, die überzeugt wirklich beim Grillfest eigentlich wirklich extrem alle Fleischesser. Und das ist eine richtige Sache, die solltet ihr in eurem Repertoire haben. Gerade wenn ihr so auch so Anti-Veganer dabei habt. Weil, also wirklich, ich habe noch, also dieser Hackbraten ist mega. Das ist einfach 1:1 das Original. Also unbedingt das ausprobieren. Und ihr wisst, ich mache nicht mehr so viele Rezepte, da ich ja mit der Rohkost ja quasi alles so esse, wie es ist, oder mal einen Smoothie mache oder einen Salat. Aber ich kreiere nicht mehr so viele Rezepte. Und ja, ich puste euch auch direkt die Zutaten unten in der Infobox. Aber passt auf, ohne die Hinweise im Video, gerade bei der Zubereitung, damit die Hackbratenkonsistenz kommt, bekommt ihr nicht diese perfekte Konsistenz hin. Weil da müsst ihr bei einer Sache besonders aufpassen, das seht ihr aber gleich. Denn sonst bekommt ihr einfach nur so eine ganz harte Wurst, die einfach nicht diese luftige, flockige Konsistenz wie so ein Hackbraten hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wer Hackbraten mochte, der wird hier sein neues, wirklich absolutes Lieblingsrezept finden. Da bin ich zu 100% überzeugt. So, fangen wir an. Das ist die Trockenmasse. Ihr nehmt 500 Milliliter Gluten. Das weiß nicht, ob es 500 Gramm sind, aber ich habe hier so einen Milliliter Becher und da habe ich das Rezept sozusagen kreiert und entsprechend ja, sind das 500 Milliliter Gluten. Also müsst ihr euren Becher abschauen, was Milliliter sind. 500 Milliliter Gluten und dann kommen 100 Milliliter Weizenkleie dazu. Also 500 Milliliter Gluten und dann 100 Milliliter Weizenkleie. Darauf kommt ein Esslöffel Zucker, dann ein Esslöffel Majoran, ein Esslöffel Majoran, dann zwei Esslöffel Oregano, 1
1,5 und 2, also 2 Esslöffel Oregano und dann kommen 2 Esslöffel Brühe. Ich habe hier von Rapunzel so eine Gemüsebrühe. Ja, also in den Brühen ist meist schon Salz drin. Also wenn ihr von Rapunzel auch diese Gemüsebrühe hier nehmt, 2 Esslöffel, aber ihr könnt auch jede andere Brühe nehmen, gekörnte Brühe, die auch Salz enthält. Weil hier kommt jetzt kein extra Salz dran. Ne? Wir haben jetzt in den flüssigen Teil nachher noch Sojasauce und das war mir zu salzig, wenn jetzt noch Salz dran kommt. Also von daher 2 Esslöffel Brühe. So, 2 Esslöffel Brühe. Und dann, last but not least, ganz wichtig, 2 Esslöffel Paprika. Und zwar Paprika edelsüß. Es gibt da verschiedene Stufen von Paprika. Ihr habt ja vielleicht mein Video gesehen zu den Gewürzen der Welt, zu Paprika. Sehr vieles lehrreicher, unter anderem auch, warum und weswegen die verschieden heißen. Also, da ist jetzt ein Esslöffel. Und auch da kommt jetzt nur noch ein kleiner Schiss raus. Den müssen wir irgendwo mal... Ach, das hat er hier, genau. Paprika in eine neue Packung. So, und dann machen wir jetzt noch quasi den zweiten Esslöffel voll. So, und mit den 2 Esslöffel Paprika sind wir dann fertig. Und ja, und jetzt mixen wir jetzt noch was dazu, was Flüssiges, was dann da rankommt. Und das zeige ich euch gleich. So, jetzt kommt der flüssige Bestandteil. Einen Esslöffel Kümmel. Ich weiß, dass ihr Kümmel oder viele mögen Kümmel nicht, aber ich kann euch sagen, das ist notwendig. Der Kümmel ist notwendig, der ist wirklich notwendig, weil der Geschmack des Kümmels, der macht einfach so viel auch von diesen klassischen Buletten aus und von diesem Hackbraten. Also nehmt Kümmel, tut den richtig schön frisch mahlen, dazu braucht ihr natürlich einen Hochgeschwindigkeitsmixer, weil sonst sind die Stücke drin. Und die Stücke ist eigentlich das, was stört beim Kümmel und nicht der Geschmack. Den meisten geht das zumindest so. Das heißt, auf jeden Fall, ihr braucht so einen Hochleistungsmixer. Hier, das hier ist der Harexco, den kennt ihr ja, habe ich euch oben nochmal verlinkt, den Mixer, den ich jetzt nehme. Also von daher unbedingt, wenn ihr Kümmel nicht mögt, über euren Schatten springen, den Kümmel trotzdem reinmachen. Also ein Teelöffel von dem Kümmel. So, danach kommt 400 ml Wasser. Ich schreibe euch das Rezept unten nochmal hin, aber nur das wisst, 400 ml Wasser. Danach 2 Esslöffel Tomatenmark. 2 Esslöffel Tomatenmark. 1, 2. Nach den 2 Esslöffel Tomatenmark kommen ran 100 oder reichliche 100 ml Olivenöl. Das sind jetzt hier 110, aber sagen wir mal reichliche 100 ml Olivenöl. Da sagen wir einfach 110 ml Olivenöl. Nennen wir es beim Namen. Dann kommen rein 2 Zwiebeln und 4 Knoblauchzehen. Dann 10 Umdrehungen mit schwarzem Pfeffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 2 Messerspitzen Wasabi-Pulver. Messerspitzen, das ist bei mir ungefähr so hier. Das ist eine Messerspitze. Da macht ihr 2 rein. 2 Messerspitzen Wasabi und dann macht ihr noch einen Esslöffel Sonnenblumenkerne, einen Esslöffel Sonnenblumenkerne mit dran. Genau, und das ist es gewesen und das mixt ihr dann richtig richtig schön durch. Das ist ein richtig schöner Konsistenz hat, also das ist richtig, die ganzen, deswegen mixt er das ja, die ganzen Kümmel und alles, was er vielleicht, also diese von der Konsistenz vom Kümmel nicht mögt, dass das alles weg ist, dass ihr einfach nur hier wirklich den Geschmack, den puren Geschmack hier habt. Und was ich fast vergessen hätte, und gut, dass ich es nicht vergessen habe, ihr müsst noch Sojasauce dran machen. Kommt da noch Sojasauce dran. Und zwar sind das 40 ml. So. 40 ml Sojasauce. Das macht ihr jetzt auch noch dran. Und das mixt ihr schön durch.
Und dann gebt ihr dieses Gemixte, das zeige ich euch gleich, zu dem Ungemixten quasi, zu diesen trockenen Sachen. So, jetzt kommt das Flüssige zu dem Trocknen. Schüttet es einfach rein und dann rührt ihr das um. So. Am Anfang denkt man, oh, das ist viel zu viel Soße. Aber das Weizeneiweiß, das frisst dann so richtig quasi die Flüssigkeit. Dann wird es immer fester mit der Zeit. Vielleicht seht ihr das schon, das gewinnt immer mehr an Konsistenz. Schon langsam ein bisschen schwerer da umzurühren. Und wenn ihr dann alles vermixt habt, dann nehmt ihr eure Hände und mixt das noch zu Ende. Ich wasche mir aber kurz noch vorher die Hände und dann geht's weiter. So, genau, und jetzt mixt ihr das quasi mit euren Händen nochmal ordentlich durch. So. Und das ist mal die Grundmasse, die ihr habt. Und ja, und jetzt geht's gleich weiter. Und jetzt ist es eben wichtig, genau drauf zu achten. Weil jetzt im Endeffekt nur, das war ja bisher nur noch mixen und zusammenschütten. Aber jetzt kommt der Clou. Und der Clou, der kommt gleich. So, und jetzt nehmt ihr Alufolie. Achtet beim Kauf von Alufolie drauf, dass ihr möglichst preiswerte Alufolie nimmt. Aus dem einfachen Grund, weil die preiswerteste Alufolie gibt das wenigste Aluminium an das Essen ab. Das sind zwar alles, wir bewegen uns hier wirklich in Bereichen, die, sag mal, gesetzlich toleriert sind, aber ich meine, man muss es ja nicht unbedingt ausreizen. Also die schlimmste ist die Top-Hits-Folie. Ich hatte schon mal einen Test gemacht, was das meiste Aluminium ans Essen abgeht und was nicht. Das Video verlinke ich euch oben, falls nicht. Ansonsten, ja, mein Tipp einfach, nehmt die preiswerteste, weil das meistens ist, wo das wenigste Aluminium drin ist. So, also, nehmt Aluminiumfolie. Dann schnappt euch hier eine Handvoll, haut das drauf und dann verteilt ihr das ein bisschen, dass, sagen wir, das mittlere Drittel belegt ist und das rechts und links noch ein bisschen Platz ist. So, verteilt das und dann, wie beim Sushi-Rollen quasi, schlagt ihr das ein, drückt das ein bisschen an, dass das so eine Rolle wird. Ganz wichtig, dass ihr nicht hier hinten anfangt, also hier vorne anfangt und dann nach hinten rollt, sondern dass ihr wirklich direkt, ich zeige euch das nochmal, hier in der Mitte überschlagt und dann hier zumacht, sodass sozusagen quasi hier zwei Folien sind. Ne? Weil wenn ihr das nicht macht, hier geht es jetzt um die Konsistenz. Das ist nämlich jetzt bei mir genau, ich habe das durch Experimente herausgefunden, umso mehr Wasser in diese Wurst hineinkommt, umso eher ändert sich die Konsistenz. Und wir wollen ja diesen richtig originalen Hackbraten machen. Und deswegen müsst ihr das wirklich genau beachten. Ich zeige es euch nochmal. Also ihr legt das Zeug hier hin. Würde ich sagen so im letzten, also vom, wenn ihr das in drei Teile einteilt, genau an dem Drittelstrich, legt ihr das rein, schlagt das über und habt ihr doppelt das. Und dann rollt ihr das, zieht das ein bisschen an wie beim Sushi. Meine Sushi, wie das Rollen ist, das kann ich euch auch noch oben verlinken. Und dann rollt ihr das einfach dann weiter. Und dann, wenn ihr gerollt habt, drückt ihr das so langsam Richtung Wurst hier fest. Und dann, ihr seht ja, hier ist die Öffnung. So, und die Öffnung nehmt ihr sozusagen mit dem Daumen und dreht hier
wie so ein Bonbon, das leicht an. So, und das macht erst auf beiden Seiten. Aufpassen, wenn ihr das einfach runterdreht, nicht nach der Seite machen, sondern auch wieder dort, wo es offen ist, in die Richtung dann auch drehen. Das heißt, hier nehmen, Daumen drauf und drehen. Und dann dreht ihr das richtig fest und drückt das am Ende so ein bisschen rein in die Wurst. Ihr dreht das und drückt das so ein bisschen rein in die Wurst. Weil alle guten Dinge drei sind. Ihr dreht das und drückt das ein bisschen rein in die Wurst. Das macht ihr auf beiden Seiten. Ihr dreht das und drückt ein bisschen rein in die Wurst. So. Und das macht ihr richtig, bis das hier zu ist. So. Und das sind dann die Würste. Und von diesen Würsten macht ihr dann ja, so viel wie ihr mögt. Also vom Durchmesser her würde ich sagen, sind das jetzt ja, 3 cm. Ne? Das könnt ihr dann sehen. Also ich mache immer genau diese, das ist so ein bisschen eine etwas dickere Bratwurst, sage ich mal. Und genau, und diese Würste bereitet ihr dann quasi mit dieser Masse zu. Die Länge der Würste sollte so sein, dass die in euren Topf dann reinpasst. Weil dann passiert nämlich der letzte Arbeitsschritt. Aber jetzt mache ich erstmal hier die Würste zu Ende und dann treffen wir uns am Topf wieder. So, und dann sind wir beim Topf. Ihr tut ganz normal warmes Wasser, also weder kaltes noch heißes Wasser reinmachen. Also einfach warmes Wasser und tut dann die gesamten Würste einfach hinein. Die fallen runter am Anfang. Und es sollte halt so sein, dass ihr die Würste nicht so groß macht, dass sie eben nicht fallen. Ihr seht vielleicht schon ein bisschen die Blasenbildung. Weil da also die sinken dann ab, weil sich dann die Restluft, also die Luft, die sich noch drin befindet, mit ein bisschen Wasser verbindet. Je nachdem, wie dicht ihr die Rollen gemacht habt. Die Essenz davon, warum ihr das beobachtet, warum ich euch das sage, ist folgende. Wenn ihr das nämlich, es gibt nämlich auch die Art, dass man diese Alu-Dinger quasi noch in einen Plastikbeutel reintut und den Plastikbeutel dann kocht. Da kommt dann gar kein Wasser rein. Und da sind die dann total schön fest. Und diese, die so feste Schnittwurst haben wollen, wie so Hackbraten, die freuen sich dann total drüber. Aber ich wollte halt den richtigen Hackbraten. Und der richtige Hackbraten ist eben fluffig. So, und um dieses wirklich exakt dieselbe Konsistenz zu erreichen, wie so ein richtiger Hackbraten, müssen die Würste quasi etwas von dem Wasser haben. Dann werden die eben diese krisselige Konsistenz, die so ein Hackbraten hat, halt, der auch auseinanderfällt ein bisschen und der aber trotzdem fest ist, der einfach Hackbraten halt ist. Achso, ich bin Veganer, ne, weil sie jetzt so von Hackbraten scherben. Man könnte meinen. Aber Hackbraten oder Buletten, das war so richtig geil. Und jetzt Hackbraten wirklich 1:1. So, und dann schaltet ihr an schaltet auf die höchste Stufe. Und wenn das dann anfängt zu kochen, schaltet ihr runter auf 120 Grad für 90 Minuten 120 Grad. Ihr könnt auch 120 Minuten haben, da sind sie ein bisschen fester. Also zwischen 90 und 120 Minuten. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ihr macht ein paar Würste und ihr nehmt eine aus 90 Minuten raus, kostet und dann nach 120 Minuten. Die Unterschiede sind marginal, aber sie sind vorhanden. Das heißt, genau, also jetzt quasi warten, bis es kocht. Und dann runterstellen für 90 Minuten auf 120 Grad. So, und so sieht die Wurst dann aus, wenn man sie gegrillt hat. Und sie ist richtig kross außen und schmeckt innen auch gut. Also man kann die nicht nur kalt essen, also so, sondern die kann es auch gegrillt essen und die schmecken richtig, richtig gut. Also absoluter Tipp.